Gut und willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich den Douglas Lang Rock Oyster in Fassstärke dabei. Rock Oyster Cask Strength Limited Edition Number One. Wir haben es hier mit Douglas Lang, einem unabhängigen Abfüller, zu tun, der immer wieder Blends rausbringt, und zwar Blended Malts. Also wir haben es hier mit einem Blend zu tun, der nur aus Malt Whiskys besteht. Und was ganz schön ist, hier steht es drauf, Orkney, Arran, Jura und Isla, Small Batch Release, damals die erste Edition, es gibt glaube ich mittlerweile eine zweite. Hab den gekauft, weil mir die erste Trinkstärke ganz gut gefallen hat. Die fand ich einfach ganz schön als Blended Malt. Und hier haben wir jetzt eine Fassstärke mit 57,4 Volumenprozente. Und sie schreiben leider nicht genau drauf, welche Brennereien es jetzt hier sind. Aber sie sagen halt, es sind Isla-Brennereien mit drin. Arran, gut, auf Arran gibt es nur eins. Arran und Lack, quasi die rauchige Variante. Lack gab es damals noch nicht, also haben wir Arran drin. Orkney und Jura. Tja, also Jura ist auch wieder ziemlich eindeutig, was es ist. Bei Orkney ist es entweder Scupper, Highland Park oder beides. Und Isla, ja, sind halt alle dabei. Ich finde, die Etiketten sind immer ganz cool. Also es gibt ja die Timothy Beast mit der Maus drauf, mit dem Hund drauf, mit diesem kleinen Mann und so weiter. Also Douglas Lang macht da einfach schöne Sachen. Big Pete ist ja so dieses, der Isla Blended Malt. Und ja, ich habe damals irgendwie Parafilm drauf gemacht, habe ihn lang nicht getrunken, ist schon echt länger her, dass ich ihn gekauft habe. Und habe mir jetzt mal ein Sample besorgt im Sinne von, ich muss den jetzt mal probieren. Weil ich habe ihn die ganze Zeit rumstehen, wollte ihn jetzt aber nicht aufreißen, man kann ja nicht alles aufmachen. Auch wenn ich das gern tue, aber ein Kumpel hatte den irgendwie zufällig geteilt und habe gesagt, ja komm, warum nicht. Ich werde ihn jetzt verriechen, verschmecken, also wir haben es mit einem rauchigen Whisky zu tun, der aber nicht nur rauchig ist, aber zum Teil. Schauen wir mal. Cremig, süß, Küstner. Also Süße und Küste, ganz klar. Die Süße ist ziemlich stark, man merkt so ein bisschen das Bourbonfass, Vanillenoten. Es ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. So eine leicht grasige, frische Note ist dabei. Und das war es auch schon an Komplexität. Ich mache jetzt schon mal Wasser rein. Da probiere ich den, ja doch. Mal ein bisschen Wasser rein, mal schauen. 57, ein bisschen Wasser kann er vertragen. Hoffe ich, habe ihn noch nicht probiert. Ja, diese Frische und diese, ja, vielleicht Bourbon-Holzfassaromen kommen jetzt nochmal raus. Wirkt sehr süffig, also man hat jetzt Lust. Ein leichter Rauch ist dabei, also das mit diesen Küstenaromen, auch so ein bisschen Rauch, aber es ist wirklich sehr, sehr zart. Man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wenn jemand noch gar keinen Rauch mag, dann kann das schon mehr sein, als man will. Aber wer Isla-Whiskys oder Insel-Whiskys generell mag, der wird das eher ja, leicht einstufen. Vielleicht kommt jetzt noch so ein strohiger Charakter dazu. Ja, das Wasser bewirkt wieder. Der Whisky geht auf, die Nase verändert sich, spielt mit Wasker. Eine Empfehlung, ist definitiv wert. Möchte ich die Rock Oyster in Fassstärke auf meine Zunge lassen, jetzt ein bisschen verdünnt mit Wasser natürlich. Das Witzige ist, ich esse gar keinen Fisch. Also Oystern und so ist gar nicht meins. Aber Etikett fand ich trotzdem lustig. Auf euch, auf alle, ja, Nicht-Fisch-Freunde. Im Antritt ist erstmal, ja, so eine Süße da, aber auch ein Rauch. Also das, was man in der Nase nur so ganz, ganz leicht, was da ganz leicht anklingt, so dieser minimale Rauch, kommt hier dann auf die Zunge. So eine Mischung aus malzig-rauchig, ein bisschen aschig-rauchig, Erde. Ich würde fast schon sagen, so ein typischer Eilerrauch ist es fast schon mehr. Also es ist so, klar, Küstenaroma, Kräuter sind dabei, grasig, aber auch so dieser Ascherauch vielleicht. Ich hatte für mich auch so ein bisschen phenolischer Rauch. Keine Ahnung, ob da Lafroig drin ist. Und dann eine süße Holznote, Vanille und mit diesem frischen maritimen Spektrum.
Süffig, schön. Ja, im zweiten Schluck nochmal. Da kommt noch eine gewisse Würze dazu in diesem cremigen Spektrum. Aber ansonsten alles wie vorher, dieses Gras, maritim, frisch, rauchig. Blended Malt, nicht umsonst, Blends sind oft eher rund. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber der hier ist auch darauf gemacht, einfach rund, süffig zu sein. Also wer mal mit Rauch einsteigen will, schöne Sache, vorausgesetzt man mag Fassstärken. Er ist schon kräftig. Also es gibt ja die Trinkstärke, da würde ich vielleicht die Trinkstärke vorziehen. Aber süffig. Mein Fazit zu diesem Rock Oyster in Fassstärke. Ja, die Etiketten ist immer noch alles schön und gut. Macht Spaß, ist ein süffiger Blended Malt. Er ist nicht zu komplex. Also wer irgendwie Ecken und Kanten sucht, ist hier falsch. Wer sagt, ich möchte auch mal einen Blend probieren, ist das, glaube ich, eine schöne Sache, gerade wenn man so einen Inselabend macht. Also man kann sich einen Arran nehmen, man nimmt sich einen Jura, man nimmt sich einen Islay Whisky, man nimmt sich einen Orkney Whisky. Und am Ende setzt man als fünften Whisky diesen Blend dran und kann einfach mal ein bisschen rumspielen. Vielleicht lässt man in jedem Glas noch was drin und schüttet sich mal selbst was zusammen und guckt mal, ob was Ähnliches rauskommt. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist irgendwie eine witzige Idee. Einfach als Fassstärke. So verschiedene Gruppen. Mit den anderen machen sie jetzt nur Highland Malts, Speyside Malts und so weiter. Von daher fand ich es eine schöne Sache. Habe es jetzt nicht bereut, die Flasche zu kaufen. Ich würde sie mir aber auch nicht unbedingt kaufen, außer für so ein Experiment, wie gerade erwähnt, dass ich sage, ich möchte mal so ein Tasting-Abend machen, wo ich dann so ein Blend von Inseln oder sowas hinten dran setze, oder ich mache mir einen Eiler-Abend und nehme dann den Big Pete hinten dran. Dafür sehen die Flaschen einfach cool aus, muss man ihn lassen. Douglas Lang macht da eine tolle Sache, sieht cool, also ich finde es optisch schön, geschmacklich sind die Whiskys. Habe jetzt alle schon mal probiert in verschiedenen Ausprägungen, da war keiner dabei, wo ich sage, boah, der geht gar nicht. Der Lowlander ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber der hat auch irgendwas Besonderes für sich. Von daher, schöne Sachen. Aber so jetzt kaufen und sammeln wäre jetzt nicht meins. Vielleicht noch so ein bisschen als anderes Off-Topic. Ich habe hier damals Parafilm drum gemacht. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ich habe gedacht, wenn du sie mal wegpackst, mach mal ein bisschen Parafilm drum. Ich werde den jetzt demnächst, oder ich ziehe den jetzt gleich mal ab und werde einen neuen drauf machen. Also wenn ihr Parafilm auf Flaschen macht, macht es immer mal wieder neu. Nicht, dass es festklebt, dann reißt ihr es ab und dann sind die ganzen Etiketten kaputt. Also gerade für die Sammler, das ist jetzt keine Sammlerflasche. Ich weiß nicht, ich habe es einfach drauf gemacht, einfach damit der Füllstand klein bleibt. Von daher, da kann ich es auch drauf lassen. Aber wenn jemand irgendwie so Whisky sammelt zum Verkaufen, müsst ihr aufpassen mit dem Parafilm. Ich habe schon öfters mal gesehen, dass die irgendwie abreißen. Oder man lässt ihn komplett drauf, dann sieht man, okay, er ist schon immer drauf. Aber wenn es jemand irgendwie nachprüfen will, ob was echt ist, hindert das eigentlich nur. Und ich muss sagen, ich habe schon einige ältere Flaschen gesehen, die hatten alle keinen Parafilm drauf. Muss jeder selbst entscheiden. Ich handhab so, dass ich das immer regelmäßig erneuere. Die Rollen kosten nicht viel. Ja. Der Whisky lässt mich wieder zurückkommen. Er ist echt süffig, man hat da Spaß dran. Aber von Komplexität ist das natürlich auch typisch Insel-Whisky, würde ich mal sagen. Damit soll es bestehen bleiben. Mich würde mal interessieren, hattet ihr davon einen im Glas oder von diesen ganzen verschiedenen Blended Malts? Welcher ist denn da euer Favorit oder sagt ihr, kann man gar nichts mit anfangen? Würde mich interessieren. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Tschö!